Hallo. Für alle, die jetzt wegen den Minecraft-Videos und den Assembler-Videos hier sind, am Donnerstag bzw. am Freitag werde ich wieder ein, zwei Tutorials machen. Da habe ich Zeit und Laune. Dann kann es auch in Minecraft losgehen. Mir fehlt zurzeit nur der Fly-Mod. Aber darum geht es ja gerade eben nicht. Ich will das jetzt mal schnell fertig bekommen. Das ist die zweite Version von der ersten CPU, der MCPU 1. Das ist jetzt die MCPU 2. Damit kommen ein Haufen Änderungen. Ihr seht hier links, es gibt viel mehr ICs, also Schaltkreise und viel kompliziertere. Es ist eine GPU dabei. Wir können Bilder laden und abspeichern noch nicht, kommt aber noch. Also den ganzen VRAM kopieren und separat speichern. Das ist kein Problem. Ja, wir können Text ausgeben, wir können Zahlen ausgeben. Vorher konnte man nur Zahlen ausgeben. Jetzt gibt es richtige User-Interaktion. Auf dem, dank der GPU, werden Spiele wie Pong, Snake vor allem, sollte kein Problem sein. Pong auch nicht. Tetris wird leistungszerrend, vor allem, weil man da so viel Assembler rumprogrammieren muss. Aber darum geht es nicht. Ich will euch hier nur mal eine kleine Animation und eine kleine Textausgabe plus. Zahlenausgabezeichen zeigen und fangen wir an mit der lustigen Animation. Die Taktfrequenz ist auf 4,1 Kilohertz. Vorher zeige ich euch noch schnell die CPU. Also hier ist die Instruction Memory. Hier ist die manuelle Eingabe. Da könnten wir zum Beispiel eine Tastatur und dann Decoder hinschleusen, was wir aber noch nicht brauchen. Bildschirm, Bildschirm, Bildschirm. CPU besteht aus. Momentan habe ich noch 16 Befehle frei. Und zu den 16 Befehlen. Noch die drei, die noch nicht verbunden sind. Das wären Halt, Return from Halt und Reset. Interrupt Controller ist noch keiner drin, wird aber alles noch kommen. Jedenfalls so weit, wie ich jetzt bin, soll es erstmal reichen für dieses Video. Hier ist die GPU, bestehend aus einem Kontrolllogik. Instruction Decoder, Register Decoder und einem riesigen Output-Buffer, Bus. Unten ist der VRAM, wie groß der ist, weiß ich nicht. Das Teil hat 16 MB RAM, 16 MB ROM, 64 KB Stack. Jeder, der anständig programmieren kann, dem sollten das für Mikrocontroller und Mikroprozessoren vollkommen ausreichen. Es ist an einigen Stellen superskalar, also zwei, also für das, was mehr andere CPUs mehr als einen Taktzyklus brauchen, schafft die hier mehrere Befehle in einem Taktzyklus, also sagen wir zwei Register vergleichen und wohin springen, würde in anderen Prozessoren zwei, drei Taktzyklen brauchen, weil sie auch mehrere Befehle sind und hier braucht es nur einen. So, los geht's mit der Animation, 4,1 Kilohertz. Ja, weiß nicht, was ihr euch erwartet habt, aber mir reicht es, es inkrementiert beide Register, verwendet die Register dann als X- und Y-Achs, X- und Y-Achsen, die Startwerte der Register sind 0. Da der VRAM aus Toggle-Flipflops besteht und das Programm immer in einem unendlichen Loop durchläuft, kommt dieses lustige Schießteil hier zustande. Mehr passiert aber auch noch nicht. Die Textverarbeitung kann ich auch noch schnell zeigen. Ja, so. Das war jetzt mit 4,1 Kilohertz. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber auf dem Bildschirm steht was. Ergebnis 23H plus 27H. Dann die Ausgabe auf dem Bildschirm. Er sendet also die ASCII-Strings zum Bildschirm und dann verschiebt er die Zahlen in die Register, addiert sie zusammen und verschiebt den Ausgang hierhin zu dem Minispeicher von hier, der eine Zahl speichern kann. Und gibt's aus. Wie das dann von innen aussieht, zeige ich euch nochmal beim anderen Programm. Jetzt erstmal das hier nochmal mit 4 Hertz. Ergebnis 23 Hexadezimal plus 27 Hexadezimal. Rechnen, 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 ausgeben. Das andere sieht von innen interessanter aus, deswegen zeige ich euch jetzt mal den hier von innen.
Komm. So, den von innen. Am besten von der GPU, weil das am lustigsten aussieht. Und am besten mit 32 Hertz. Ja, also so lustig auch nicht. Dann doch lieber mal die CPU. Ja, er arbeitet eben. Immer wenn der angeht, wird gesprungen. Wiederholt sich der Loop. Bildschirm sieht so aus. Für einen Pixel braucht er hier also 5 Taktzyklen. Wegen dem Springen, Inkrementieren und Re Pixel setzen. Das war's. Und nun genießt die Show.